Erstmal vielen Dank für Ihr Erscheinen. Ich möchte mit der Pressekonferenz beginnen. Ich möchte an erster Stelle erstmal Steffen Stiebler entschuldigen, der die Woche im Urlaub ist. Das sei ihm gegönnt. War jetzt gerade auch sehr stark involviert in die Lizenzvorbereitung und ist diese Woche nicht in Magdeburg, wird aber pünktlich zum Spiel gegen Melsungen wieder auf der Bank sitzen. Insofern leite ich das heute mal. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Es gibt einige Punkte, die wir einfach mal zusammenfassen wollten, da ja auch einige schon diskutiert und kolportiert worden ist. Und wir wollten es einfach mal zusammenfassen. Ich möchte zunächst erstmal beginnen mit dem Thema Europapokal. Gestern die Auslosung stattgefunden. Wir haben jetzt versucht, erste Informationen einzuholen. Ich kann also nochmal bestätigen, dass wir das Heimspiel am 21.10. um 17 Uhr hier in der GTEC Arena absolvieren werden. 21.11. natürlich. Wir müssen früh. Was ist das heute? Ja. Sie sind herzlich eingeladen. Ich habe keine Übung mehr hier in der Pressekonferenz, das merke ich. Nein, 22. ist ja Totensonntag, insofern ist der Sonntag von vornherein ausgeschieden. Das Rückspiel findet dann die Woche später statt. Wir haben noch keinen Kontakt. Ich habe jetzt gestern die E-Mail geschrieben an die Kollegen in Ungarn. Ob es nun am Samstag, den 28. oder den 29. stattfindet, alle Informationen, Fanbus etc. werden dann sicherlich im Anschluss folgen, wenn wir Klarheit haben, wann wir wo spielen. Das ist natürlich eine besondere Situation. Der Austragungsort liegt 5 Kilometer von der kroatisch-ungarischen Grenze entfernt. Jeder weiß, glaube ich, was da momentan los ist. Die Grenze ist meines Wissens zu. Und wir müssen uns einfach erstmal informieren, was das für uns bedeutet, wie die Anreise sich gestaltet. Aber da sieht man mal wieder, dass man dann auch wieder mal im wirklichen Leben landet, außerhalb der 2 Punkte und im Achtel in der dritten Runde im Europapokal. Also wir halten Sie da auf dem Laufenden. Wie gesagt, Heimspiel am 21.11. Alle Dauerkartenkunden werden angeschrieben, haben Vorkaufsrechte. Die Preise bewegen sich zwischen 5 und 19 Euro in der teuersten Kategorie. Und wie gesagt, alles Weitere folgt dann in den nächsten Tagen, wenn wir Klarheit haben über dieses Thema. Wir haben jetzt 3 Personalentscheidungen für das nächste Jahr. Wie Sie wissen, sind die Verträge von Jure Natek und Andreas Rujewski bis zum 30.06.2016 befristet gewesen. Wir hatten mit Herrn Selenovic bereits einen Spieler auf der Position verpflichtet und hatten uns eigentlich bislang die Option offen gelassen, zu entscheiden, wie wir nächstes Jahr starten. Jetzt hat sich aber seit ca. 14 Tagen Entwicklung eingestellt, dass uns Jure Natek mitgeteilt hat, dass er nach dieser Saison aus persönlichen Gründen seine Karriere beenden wird, sodass sich der Handlungsdruck auf uns auf dieser Position eben nochmal deutlich verstärkt hat. Wie Sie alle wissen, befindet sich Andreas Rujewski ja mit einigen Startversuchen seit März diesen Jahres im verletzten Stand, ist vor kurzem operiert worden und insofern ist die Situation eben so, dass uns Jure Natek eben, wie gesagt, zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen wird und dass wir uns entschieden haben, jetzt, weil wir auch jetzt die Entscheidung treffen müssen, weil Sie sich alle vorstellen können, dass die Position im halbrechten Rückraum natürlich jetzt für die nächste Saison allerspätestens entsprechend besetzt werden muss, dass wir den Vertrag von Andreas Rujewski über den 30.06.2016 hinaus nicht verlängern können und werden. Das ist natürlich Steffen, Gehe und natürlich in der Folge auch mir nicht leicht gefallen. Andreas war, glaube ich, über 15 Jahre beim SC Magdeburg. Aber wie gesagt, die Entscheidungen müssen dann getroffen werden, wenn sie zu treffen sind. Und das ist nun mal jetzt in der Situation, weil im Monat Dezember, Januar, wo dann abgeschätzt werden kann, wie es da persönlich weitergeht, eben die Positionen vergeben sind, beziehungsweise der Markt nicht mehr in der Lage ist, uns die Qualitäten zu bieten, die wir dann eventuell binden müssen. Und insofern haben wir uns entschieden, nachdem wir schon längere Zeit mit Mats Christiansen von Silkeborg in Kontakt waren, mit ihm die Gespräche zu intensivieren und haben vor circa einer Woche hier vor Ort den Medizincheck vorgenommen und haben auch mit Mats Christiansen einen 2-Jahres-Vertrag in Magdeburg unterschrieben. Mats Christiansen, ich denke mal, Nummer 1 in der dänischen Nationalmannschaft, aktuell, wie gesagt, in Silkeborg, knapp 90 Länderspiele, 200 Tore für die Nationalmannschaft, flexibel einsetzbar, sowohl im Angriff als auch in der Defensive, kann auch die Rechtsaußenposition ergänzend abdecken. Also vom Profil her, auch mit 28 Jahren,
wieder jemand, der auch mit Erfahrung ja auch Führung, Verantwortung übernehmen kann. Jemand, der uns sicherlich sehr weiterhelfen wird. Ja, diese drei Personalien zusammengefasst, gehe ich, würde dich vielleicht nochmal sagen, was zu den drei Spielern zu sagen und wie wir auch zu unserer Entscheidung gekommen sind. Ja, schönen guten Tag, alle zusammen. Ich glaube, das Markus hat uns schon viel erzählt, wie alles gelaufen ist. Das ist klar, also, wir haben das gemerkt seit März, letzte Saison, dass es einfach ganz schwer ist, nur mit so ein Linkshänder zu spielen. Und dann sind wir so angefangen mit unseren Bedanken, also, dass wir brauchen wahrscheinlich so also mehr Varianten zu haben. Dann klar haben wir gehofft, dass Roy würde sich also schnell also wiederfinden und wieder mit uns also spielen können. Aber leider hat das bis heute gedauert und wir wissen noch nicht, also wie das weiter mit Roy läuft. Juri kam zu uns und hat uns gesagt, dass wegen seiner Gesundheit wird das am besten einfach Handball aufhören zu spielen. So, dann war das klar, wir müssen das alles wieder anschauen und nochmal zusammenreden, was am besten für unseren Verein wäre. Und ich glaube einfach, obwohl Roy ein super Handballer ist, dann auf sportliche Gründe ist das einfach das Beste, was wir jetzt gemacht haben für unseren Verein. Also ich sage das immer, also Verein kommt erstens und es gibt keinen Spieler, keinen Mensch, wie größer als Verein ist. Und wir müssen immer auf Magdeburg Zukunft denken. Und ich glaube, deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Mads Christiansen ist ein ganz starker Spieler. Hat das gesagt in Kuwait, also letzte Weltmeisterschaft in Katar, dass er ganz stark ist. Und klar, ich habe natürlich sehr viel mit Gudmundur Gudmundsson, also Nationaltrainer, dänischer Nationaltrainer, gesprochen. Wie Mads Christiansen als Spieler ist, weil es geht nicht nur genau um, was er in Handball kann, auch menschlich und so weiter. Und ich glaube, dass einfach das Mads Christiansen wird uns ganz, ganz gut passen. Deswegen sind wir auf diese Entscheidung gekommen. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Andreas Rojewski. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt selber seit 15 Jahren, als ich beim SCM damals in der zweiten Mannschaft angefangen habe und ich glaube, dass er nicht nur als Spieler, sondern eben gerade als Mensch, als Markenbotschafter, als eins der Gesichter des SC Magdeburg wahrgenommen wird. Und insofern habe ich Andreas auch das Angebot unterbreitet, egal wann seine Karriere mal endet, steht die Tür für ihn offen, bei uns in der Geschäftsstelle, im Marketing, im Management mitzuarbeiten. Ich glaube, dass wir damit natürlich auch einen Markenbotschafter verlieren werden. Das ist kein leichter Schritt, aber wie Gay es schon gesagt hat, wenn wir weiter wachsen wollen, sportlich wachsen wollen, dann müssen wir auch solche Entscheidungen treffen. Und Andreas hat das letzte Woche sehr professionell aufgenommen und ich bin mir 100% sicher, dass sowohl Jurenatek, das beweist er jetzt in jedem Spiel, ich meine, wir müssen ihn momentan ein bisschen in Watte einpacken, weil er ist momentan unser einziger belastbarer halbrechter Spieler. Das ist eine sehr, bedrohliche, aber eine sehr ernste Situation. Und insofern werden sich beide, also Roje mit Sicherheit, wenn er wieder zurück ist, absolut für den Verein bis zuletzt hier engagieren. Und solche Entscheidungen müssen auch getroffen werden, aber sie müssen dann irgendwann getroffen werden. Und wie gesagt, der eigentliche Grund ist, dass wir eben jetzt die Möglichkeit haben, so eine Qualität wie Mads Christiansen zu verpflichten. Und das wäre in ein, zwei Monaten nicht mehr der Fall, weil dann der Markt verteilt ist. Haben Sie zu den drei Personalien noch Fragen? Gibt es eine Überlegung, bis zum Saisonende noch jemanden für halb rechts jetzt zu? Ja, also das war das langfristige Thema. Kurzfristig ist es so, dass wir gesagt haben, dass wir die Augen mehr als offen haben. Aber klar ist auch, und da kann man auch selbstkritisch in die eigene Vergangenheit gucken, wollen wir nur Dinge tun, die auch Sinn machen und uns weiterhelfen. Also es macht keinen Sinn, eine Verpflichtung zu tätigen, wo jetzt ja klar ist, dass wenn wir jetzt noch eine dritte Person verpflichten, dass das zum Saisonende dann ein Ende hat, das ist klar. Und wie gesagt, es muss definitiv besser sein als das, was wir auch mit einem Rechtshänder auf halb rechts abdecken können. Und wenn ich mir die Mannschaften der Bundesliga angucke, Gary kann das vielleicht auch bestätigen, da sind in der Regel immer ein, zwei Verletzte, das muss man auch aus der Mannschaft heraus lösen können. Es sei denn, ich finde eine Lösung, die eben
aus dem Stand besser ist und auch für die Zukunft hält. Da sind wir aber konkret, mit offenen Augen, schauen wir uns das alles an. Und es wäre aber zu früh, darüber schon heute etwas zu sagen. Nee, also seit das klar war, dass wir haben nicht gewusst, also wann oder ob Reue würde wiederkommen. Also seit dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten geguckt und überall gesucht. Aber am Ende haben wir das einfach gesagt, dass es momentan gibt nicht etwas besser, als was wir im Hand haben. Und ich sehe das genauso. Also dann ist es einfach besser, mit das, was man hat, weiterzuarbeiten, Mannschaft zu entwickeln und so wie Marc sagt, vielleicht den Rechtshänder auf Halbrecht zu benutzen, Alex und so weiter. Und das werden wir weitermachen, bis wir etwas finden. Aber wenn also nicht kommt, dann machen wir einfach weiter so. Ich meine, der Zeitpunkt der Operation, und wie gesagt, da sind wir alle nicht frei von Fehler, war natürlich absolut zur Unzeit. Weil wenn man im Mai gewusst hätte, okay, es muss operiert werden oder nicht, dann hätte man entsprechend reagieren können. Fakt ist aber auch eins, dass alle Spieler, die jetzt die Qualität mit sich bringen, die sind jetzt im ERF Cup und in der Champions League im Einsatz. Ich glaube, das sieht dann im Dezember, wenn die ersten Mannschaften aus der Champions League ausgeschieden sind, ganz, ganz anders aus. Da wird wieder viel Bewegung im Markt sein. Aber es war natürlich vom Zeitpunkt her für alle Beteiligten, natürlich auch für den Spieler, und dem gilt überhaupt kein Vorwurf, der ungünstigste Zeitpunkt, diese Operation zu tätigen. Bei einer Verletzung, die seit März diesen Jahres letztendlich latent vorhanden war. Also traut man Alex Baue das nicht zu? Der Schritt ist für ihn dann noch zu groß, um das zu kompensieren. Also er war ja zum Beispiel auch in Stuttgart mit und hat nicht gespielt. Und wie sieht das denn da aus mit so einem jungen Mann, den noch ein bisschen mehr einzubinden? Ja. Also ich sag mal so, er hatte seine Einsatzzeit, auch wenn sie kurz war, gegen Berlin. Er hatte seine Einsatzzeit auch gegen Wetzlar. Ja, da kannst du vielleicht mehr sagen. Aber der Sprung für die Ansprüche, die auch an uns definiert werden, ist es natürlich sehr, sehr schwer, dort sofort Fuß zu fassen. Er ist im Kader, er hilft uns im Training. Er hat auch seine Einsätze bekommen. Also das Stuttgart-Spiel ist dann das einzige Spiel, wo er jetzt nicht gespielt hätte, sondern es sind ja Einsatzzeiten zustande gekommen. Ja, aber da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Ja, also Alex hat uns gezeigt, dass er kann viel. Die Frage ist, ob wir den Zeit haben, Alex also Zeit zu geben, mit uns zu spielen. Also wir wissen Bescheid, um was es geht. Wir wissen Bescheid, es geht um jeden Punkt, jedes Tor. Und ich glaube, dass wir wissen das alle, dass Jure hat das bis jetzt und nicht, also hat das ausgesagt nicht gemacht. Und wenn wir so einen Spieler wie Jure haben, dann geht das einfach um, dass wir müssen Jure so richtig so umhalten und aufpassen, dass er sich nicht verletzt und dass er richtig mit uns trainieren und spielen kann. Also Alex hat Qualität, das ist keine Frage. Er hat seine Chance bekommen, aber wie gesagt, dann ist das ein bisschen schwer, weil er braucht klar einfach mehr Zeit. Und momentan, also haben wir nicht die Zeit, ihm zu geben. In vielen Gesprächen wird ja auch darauf hingewiesen, das ist ja fast jede Woche ist ja ein Schicksalsspiel für den SCN. Alex ist ein Spieler, der bis 2017 bei uns Vertrag hat und er wird einer von vier Linkshändern sein, die nächstes Jahr hier im Kader stehen. Das ist der Status quo im Moment. Also wir haben Robert Weber, wir haben Alexander Saul, wir haben Marjana Selenovic und wir haben Mats Christiansen. Und das sind die vier Spieler, Stand heute, mit denen wir nächstes Jahr auf der Linkshänderposition in die Saison gehen werden. Weil wir sollen das auch nicht vergessen, also Alex kann auch rechts außen spielen. Und momentan, dann haben wir nur drei Linkshänder. Und das ist einfach so, wenn du nur mit drei Linkshänder spielst oder ja so fast trainierst, dann ist das fast einfach zu wenig. Und deswegen ist das klar, Alex ist nicht dabei, Jure zu unterstützen, sonst auch Robert. Also wenn etwas also da passieren könnte, ist das klar, dass Alex könnte sowieso die also rechts außen noch lösen. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, ist es so, dass mit Selenovic und mit Christiansen die Ziele auch in der nächsten Saison anders gestellt werden, dass da der SCM mit neuen Ambitionen
Ja, wir wollen ja erstmal die Alten abdecken. Also bevor wir jetzt über neue Ambitionen reden, wollen wir erstmal die Alten erfüllen. Ja, natürlich. Ich sag mal so, natürlich wollen wir uns weiterentwickeln. Es geht ja nicht, den Status quo jetzt hier festzuschreiben. Ja, ich denke, dass wir mit Zelenovic, der am Wochenende 8 Tore in Zagreb gemacht hat, einen sehr, sehr spielstarken Spieler dazu bekommen. Ja, genauso wie Christiansen, der Nummer 1 ist in der dänischen Nationalmannschaft. Und das zeigt eigentlich, dass wir natürlich uns weiterentwickeln wollen. Das ist ja keine Frage. Ja, aber verzeihen Sie es mir, dass wir in der jetzigen Situation nicht über die Saisonziele 2016, 2017 sprechen können und wollen. Ja, nur wenn man die Möglichkeit hat, 2 solche Qualitäten zu bekommen, dann tut das, glaube ich, dem SC Magdeburg sehr, sehr gut. Manchmal, wenn ihr sagt, ihr seid schon länger an Christiansen dran, habt ihn beobachtet, wie muss man sich das vorstellen? Kommt da sein Berater auf euch zu, bietet ihn an oder habt ihr von euch aus ein Scouting-System, wie ihr auf diesen Mann aufmerksam seid? Meine Hülle hat bei der WM gespielt, hat der Trainer gesagt, aber trotzdem, ich meine, ist ja nur ein Anrufhaut, der SCM direkt an ihn herantritt und sagt, könntest du dir vorstellen, ab 2016 bei uns zu spielen? Also ist ja leider nicht so, wenn man solche Qualität sucht, dass dann angerufen wird, geklingelt wird, wir haben ja einen übrig. Ja? Also so ist es nicht. Sondern ist ja völlig klar, erstens haben wir 3 Dänen hier vor Ort, die sehr, sehr positiv für Magdeburg Werbung machen. Ja, also der Ruf vom SCM ist hervorragend, natürlich auch in Dänemark. Wir haben mit Thomas Svensson einen Torwarttrainer, der Co-Trainer der dänischen Nationalmannschaft ist. Das heißt, näher kann man am Spieler, um ihn zu beobachten, nicht dran sein. Ja, und natürlich haben wir eine Selektionsliste gemacht, wer für uns tendenziell in Frage kommt. Ja. Und das sind einfach die Ergebnisse, wo wir uns sehr, sehr intensiv, Steffen, Gail und auch Thomas, in den letzten Wochen und Monaten mit auseinandergesetzt haben, wer für uns für diese Position in Frage kommt, wer eben dieses Profil auch abdeckt, Abwehrangriff, das ist immer das, was ich von meinem Trainer höre und auch von Steffen, wer kann die Kombination machen, wer kann sogar eventuell noch rechts außen spielen, wer bringt die Erfahrung mit und wer hat eine gewisse Qualität und passt auch noch bei uns ins Budget. Und das ist ein ganz aktiver Ansatz von uns gewesen, diesen Spieler rauszusuchen. Hat sich der Verein ein bisschen von seiner ursprünglichen Philosophie verabschiedet? Weil es ist ungefähr 2 Jahre her, da hat Steffen hier verkündet, dass der SC Magdeburg so eine Art Drittelmix anstrebt. Ein Drittel Deutsche, ein Drittel Ausländer, ein Drittel Nachwuchs. Aber wenn ich jetzt das Verhältnis sehe, wie sich das langsam ein bisschen verschiebt, ist es jetzt also nicht mehr so einzuhalten. Ist das jetzt dem Augenblicks oder der Yacht nach dem Erfolg geschuldet, dass er da jetzt nicht mehr diese entscheidende Rolle spielt? Naja, wir jagen dem Erfolg hinterher und werden auch gejagt, nicht wahr? Also das Gubovius. Das heißt, natürlich wird es immer diesen Mix geben, aber das kann halt immer in diesen einzelnen Bausteinen mal Verschiebungen geben, das ist ganz klar. Ich denke, wir haben nach wie vor Magdeburger Spieler in unseren Reihen, wir haben auch nach wie vor deutsche Spieler in unseren Reihen und wir müssen aber letztendlich, und das erleben wir jede Woche, hier geht es darum, dass wir die Spiele gewinnen, in allererster Linie. So, und ich kann jetzt nicht in so einer Situation, weil der deutsche Markt in dem Moment auch das nicht hergibt. Wie gesagt, Alexander Saul kriegt die Chance, als 4. Linkshänder bei uns in der Mannschaft im nächsten Jahr im Kader zu stehen. Einen weiteren aus den eigenen Reihen haben wir im Moment nicht. Auch wir haben im Nachwuchs das demografische Problem. Ganz einfach, die Qualität in der Breite, die vielleicht vor 10 Jahren noch da war, wie das überall der Fall ist, in jedem Unternehmen, ist halt nicht mehr so gegeben. Und da müssen wir halt gucken, welche Möglichkeiten der Markt hergibt. Und wie gesagt, die Jurinatik verlässt uns ja nun auch in Slowene, und dafür kommt jetzt Lena. Ja. Andreas Ujewski, trotz Nationalmannschaftseinsatz für Polen, zähle ich mal definitiv als Magdeburger. Das ist schon klar, und dafür kommt jetzt Alexander Saul. So, und das ist nach wie vor unser Ziel, aber wir müssen eben auch gucken, dass wir die richtigen Qualitäten gebunden bekommen. Es laufen auch noch andere Verträge aus, nicht nur die von Roje und von Jube. Okay. Wie sieht es da aus? Wann tretet ihr an den Spieler ran? Seid ihr mit dem schon in Verhandlungen? Wollt ihr mit dem weitermachen? Oder habt ihr da andere Überlegungen? Und inwiefern treten andere Vereine an den SC Magdeburg ran, um den einen oder anderen Spieler zu verpflichten? Gut, also auslaufen tun noch Yves Grafenhorst, das ist bekannt. Ich habe jetzt heute gelesen, dass wir jeden Tag hoffen oder von Woche zu Woche hoffen, dass er einsatzfähig ist. Ich glaube, dass Yves unserem Spiel sehr gut tun würde mit seiner Kaltschnäuzigkeit, auch gerade mit seinem Defensivverhalten. Den warten wir sehnsüchtig zurück, das ist natürlich noch offen. Wie kommt er nach seiner Schulterverletzung rein? Und die Position Rückraum Mitte, Michael Haas läuft auch aus, das ist bekannt. Und da sind wir auch in Gesprächen, aber da gibt es noch aktuell keine Tendenz, wo das hinführt. Weil wir jetzt erstmal die Linkshänder-Thematik final bearbeitet haben. Und wie gesagt, ich habe heute auch vernommen, dass THW anscheinend an Marco Becak interessiert ist. Wir wissen davon nichts.
Wir freuen uns, wenn Spieler beim THW Aufsehen erregt. Ich sage das jetzt mal einfach so. Aber wir hatten schon vor 14 Tagen Kontakt aufgenommen, um über eine vorzeitige Verlängerung zu sprechen. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass das im Bereich des Unmöglichen liegt. Marco fühlt sich wohl hier. Hey, vielleicht kannst du noch was zu Marco und Hassan sagen. Ja, so wie Marc gesagt hat, dann ist das, also wir haben ja momentan auf diese halbrechte Position uns konzentriert. Es ist klar, also zwei Spiele, zwei Verträge laufen aus, also bei Michael Haas und Yves. Und wir warten einfach auf zum Beispiel Yves, dass er wiederkommt. Also es geht jeden Tag besser und besser. Die Frage ist nicht, also ich glaube, dass er wird bald mit uns spielen. Also ich möchte am liebsten, dass er mit uns am Sonntag spielen kann. Aber das ist noch nicht klar. Aber es geht einfach um ein paar Tage. Am spätesten glaube ich, dass er wird mit uns anfangen nach dieser Nationalwoche. Das bedeutet hier zu Hause gegen Lemgo, würde ich sagen, wenn alles also gut läuft. Ja, Sie haben einen guten Draht zu Alfred Gislason, hat er Sie angerufen, wegen Marco Bessier? Mich? Ja. Nee. Vielleicht muss er auch mal schon wieder rufen. Ich habe auch einen guten Draht und mich hat er auch nicht angerufen. Ja. Nein, also ich glaube, dass Alfred macht mich nicht. Also zu Also es ist ja völlig klar, dass Spieler mit so einer Qualität, und Marco hat, glaube ich, letztes Jahr überragend gespielt, dass er natürlich interessant wird für solche Vereine. Aber wie gesagt, Stand heute ist uns kein Interesse bekannt und wir sind in ersten Gesprächen, über eine vorzeitige Verlängerung zu reden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass man hier weg möchte. Aber das ist Zukunftsmusik. Auch die Personalie Philipp Weber wurde heute nochmal aufgerufen. Natürlich haben wir immer Kontakt zu Philipp. Ich kenne ihn auch lange Jahre. Aber auch da kann ich bestätigen, dass es aktuell keine aktuellen Vertragsverhandlungen oder Ambitionen unsererseits gibt, dort was zu tun. Sollen wir noch irgendwelchen Gerüchten aufräumen? Ihr habt es ja selbst gesagt, die überraschende Bekanntgabe von Jure aufzuhören mit dem Leistungssport, so verstehe ich das. Ja. Ist richtig so. Ja. Und ist das, ich kann jetzt nur nach einer Vermutung von dir machen, ist das eine Reaktion dessen darauf, dass ihr nochmal beide Positionen, sowohl von Rohe als auch seine, zumindest mit dem Fragezeichen versehen habt, dass er dann gesagt hat, ich schmeiß hin? Oder ist das was also, anderes? Nein, also wenn du Jure siehst jede Woche, dann ist der von Hinschmeißen meilenweit entfernt. Der setzt sich komplett rein. Der Grund liegt im persönlichen Bereich, das hat er uns gesagt. Und Jure ist ein absoluter Vollprofi, der auch völlig locker die Entscheidung mit Zelenovic entgegengenommen hat. Also das liegt rein bei ihm im persönlichen Bereich, ist aber seine Aufgabe, das entsprechend zu kommentieren. Nee. So war's. Ja, nee. Okay. Gibt es noch zu diesem Komplex Fragen? Gut, dann möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen. Wie gesagt, wir stehen momentan mit 11-9 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz, wobei, glaube ich, der Tabellenplatz, wenn ich mir die Abstände angucke, momentan eher das unerhebliche Thema ist. Wir sind natürlich noch nicht so weit, wie wir das sein wollten. Und wie man auf der einen Seite von uns erwarten kann, dass wir hier keinen Zirkus Halligalli veranstalten und seriös versuchen, an den Themen zu arbeiten, die uns von Erfolg abhalten, ist es eben so, dass wir auch sehr ernst nehmen müssen, wo Stellschrauben sind, was wir verbessern wollen, um ganz einfach das volle Leistungspotenzial wieder abzurufen. Und wie Sie wissen, ist Thomas Svensson zunächst seit letzter Saison bei uns als Torwarttrainer tätig geworden und wir haben in intensiven Gesprächen, haben wir uns dazu entschieden, Thomas mehr Aufgaben zu geben in Zusammenarbeit mit Gehe. Das heißt, formell wird er jetzt als Co-Trainer fungieren, wird Gehe auf der Bank unterstützen, was eigentlich unter der Woche halt immer schon gelaufen ist, das ist nichts Neues, sondern wird eben auch versuchen, bei der Vielzahl der Spiele Präsenz auf der Bank zu zeigen und da eben Unterstützung gerade auch für die Torhüter zu geben, ist das eine. Das zweite ist, dass, sind wir bei deiner Frage, Rudi, dass Thomas natürlich auch aktiv in das Scouting eingebunden war und das zukünftig auch noch weiter sein wird. Ich meine, Thomas hat, glaube ich, 7-mal die Champions League gewonnen, ist 2-mal Weltmeister. Der ist derart vernetzt in der Handballszene. Wenn wir dieses Potenzial zukünftig nicht nutzen würden, dann, glaube ich, wären wir selber schuld. Und das Dritte ist eben auch, dass ich es eigentlich auch für richtig finde, dass nach einer gewissen Zeit, wenn so eine gewisse Betriebsblindheit einsetzt,
dass man einfach auch jemanden mit so einer Erfahrung an einige Dinge mal ransetzt. Bei uns, das hat jetzt nichts mit dem Trainingsablauf zu tun, sondern alles, was um den Sport herum passiert, was unterstützend ist, und das einfach auch mal neutral aufzunehmen und dann zu verbessern. Und da wird er eben auch eingesetzt in vielen Bereichen und wird uns unterstützen. Also Co-Trainer-Funktion heißt jetzt nicht, ich trage jetzt 7 Tage die Woche den Trainer die Bälle hinterher und mache ein Kleingruppentraining, sondern er wird seine Präsenz verstärken, wird wie gesagt auf der Bank sein, wird das Scouting machen, wird für mich, auch für uns natürlich, ja auch Dinge überprüfen im gesamten sportlichen Ablauf von Anfang bis zum Ende und wird dann eben die Hilfestellung, die du eh schon bekommen hast, noch weiter intensivieren. Ja, vielleicht sagst du noch was dazu. Nee, also wenn ich hier gekommen bin, dann war das einfach so, dass dann war die Frage, also bekomme ich einen Co-Trainer oder bekomme ich ein, ja, etwas anderes. Und also ich habe das so gesehen und gedacht, dass optimal wäre für Magdeburg ein Torwart-Trainer zu holen. Einfach weil ich sehe Torwart-Position als eine sehr, sehr wichtige Position, eine der wichtigsten. Und das ist einfach so, wenn man guckt die besten Mannschaften an, dann liegen die Tormänner so fast mit 35 bis 40% gehaltene Bälle. Und das war nicht das Fall bei Magdeburg. So, mein Plan war einfach, dass wir hier brauchen wir jemanden, der uns richtig helfen könnte. Und, aber ich habe immer gewusst, also wenn wir das mit Thomas geschafft haben, dass wir werden nicht nur einen Tormann-Trainer bekommen, sondern auch ein Spieler, ein Mann, ein wer also riesen Erfahrung hat, nicht nur mit den Tormännern, sondern einfach um was Handball geht. Thomas kennt natürlich also tausende Menschen, hat alles gewonnen, hat überragend Handballkarriere gehabt. Nicht nur als Spieler, also Nationalspieler auch. Wir haben oft gegen uns gespielt und ich habe genau gewusst, dass was Thomas könnte uns geben. Und das ist einfach so langsam, also haben wir das richtig gesehen und langsam ist er einfach mehr rein in die Mannschaft gekommen. Und das ist klar, er kann uns also richtig einfach helfen. Deswegen ist das hier so mehr in diese Position gekommen. Obwohl er eigentlich seit Anfang an für mich, also er ist und war als Co-Trainer. Und er hatte noch sehr viel, haben das immer gemacht. Und jetzt versuchen wir einfach, dass er uns mehr in Magdeburg also, bleiben kann. Also um die Frage auch gleich zu beantworten, er wird nicht nach Magdeburg ziehen, er wird einfach die Präsenz erhöhen. Ich schätze mal, gefühlt ist er während der Spielzeit jetzt die Hälfte der Zeit schon in Magdeburg, das wird vielleicht auf 3/4 erhöht. Wir werden es so legen, dass er zu den Spielen in der Regel immer da ist. Und er soll eben nicht nur Gay unterstützen, was schon passiert ist das ganze Jahr, sondern er soll eben auch Steffen Stiebler Arbeitspakete abnehmen, weil eben auch der Aufwand in der Geschäftsstelle extrem angewachsen ist. Wir haben gerade die Lizenzanträge fertig zu machen, hat Steffen alles vorbereitet. Insofern ist es eine Unterstützung für beide Partner, die ich habe hier im sportlichen Bereich. Heißt es denn, dass Steffen sich mehr oder weniger komplett aus von der Trainerbahn zurückzieht? Nein, also wir waren in Stuttgart, waren ja auch alle drei drauf. Ich glaube, also, ich habe das Berlin-Spiel, da werden wir uns ja vor 20 Jahren noch dran erinnern müssen. Da sehe ich in Berlin auch drei Leute auf der Bank. Es ist einfach so, dass das mittlerweile durchaus eine Option ist. Ja? Also Steffen Stiebler bleibt sportlicher Leiter, das ist überhaupt keine Frage, aber da, wo eben Thomas Svensson auch aus der Entfernung heraus, ich meine, wir leben alle im Zeitalter von Skype und wo ich jedes Spiel online runterladen kann, wo ich jeden Spieler über diese Schiene mir angucken kann, da muss ich halt nicht jeden Tag vor Ort präsent sein. Also es wäre einfach fahrlässig von uns, auf die Erfahrung von so einem Mann zu verzichten, und was ich eben an ihm schätze, ist die 100%ige Loyalität gegenüber uns und auch gegenüber Gehe, und das kann uns nur helfen, letztendlich die letzten 2-3%, um die geht es ja letztendlich, wenn wir die Spiele mit einem Tor verlieren, dort über die Woche und dann am Spieltag selber rauszuholen. Heißt doch, sein Vertrag wird entsprechend auch angepasst. Wenn die Leistung angepasst wird, dann wird auch der Vertrag angepasst. Natürlich. Aber das ist die naheliegendste und aus unserer Sicht sinnvollste Variante, ihn da stärker einzubinden. Was darf man erfahren? Ich glaube nicht nur Spielerverträge aus. Auch dein Vertrag läuft zum Saisonende aus, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Gibt es denn da schon Entwicklungen?
Also wie gesagt, ich bin jetzt 5 Jahre bin ich Geschäftsführer, ich gebe mein 6. Jahr, das ist richtig. Der Vertrag läuft zum 30.06.16 auch aus und ich mache meinen Job auch nach Berlin spielen und nach Leipzig spielen, nach einem gewissen Abstand. Natürlich ist man da ärgerlich, das haben Sie alle gesehen, machen wir das gerne. Ich glaube, wir haben die letzten 5 Jahre hier viel erreicht. Wir geben jetzt den Lizenzantrag ab und ich glaube, seit 15 Jahren hat der SC Magdeburg zum ersten Mal das Kapital auf der Passivseite. Also wer eine Bilanz lesen kann, das heißt, der komplette Sanierungsprozess ist abgeschlossen. Ich glaube, wir haben den Verein als Marke gut weiterentwickelt. Ich habe ein hervorragendes Auskommen mit meinem Gesellschafter, mit meinem Aufsichtsrat. Aber es geht jetzt eben auch darum, zu sagen, wo wollen wir die nächsten 3 Jahre hin? Und ich glaube, dass die Markenentwicklung SC Magdeburg in den letzten Jahren gut vorangekommen ist. Wir sind sehr breit aufgestellt, sehr stabil aufgestellt. Und ich denke, dass wir da in guten Gesprächen sind, das fortzusetzen. Aber es muss eben auch klar sein, dass solche Phasen, wie wir sie gerade sportlich erleben, nicht dazu führen sollten, dass wir nach 3-4 Wochen wieder hier Grundsatzfragen stellen, sondern ich glaube, es hat es die letzten 20 Jahre beim SCM immer gegeben und es wird es auch die nächsten 10 Jahre immer wieder geben. Und da müssen wir einfach die Seriosität haben, gerade in solchen Momenten, trotzdem weiter konsequent an der Zukunft zu arbeiten, bei aller Notwendigkeit kurzfristig auch Entscheidungen zu treffen. Davon scheuen wir uns ja nicht. Und da sind wir in einer guten Diskussion. Und ich bin guten Mutes, dass wir das dann auch entsprechend fortsetzen. Aber das ist noch nicht final. Du hast nicht die Absicht, irgendwann aus persönlichen Gründen aufzuhören, wenn man jetzt an die Juronatik des Juron. Also natürlich muss man so eine Entscheidung treffen, wenn man die nächsten 3-4 Jahre... Ja, nur, dass dein Gesellschafter die trifft, sondern du musst ja auch eine Entscheidung treffen. Natürlich. Also ich muss da auch zu stehen, das ist klar. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben die letzten 5 Jahre und jetzt lassen wir uns mal nicht von dem aktuellen Punktestand. Das, was wir erreicht haben, ist völlig unabhängig, ob wir jetzt 11-8 Punkte, 12-8 oder 11-9 oder 9-11 haben, sondern ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg und der wird eben auch noch dauern, aber ich glaube fest an die Wachstumsmöglichkeit hier beim SCM. Und wenn das der enge Kreis, sprich der Gesellschafterhintergrund, der Aufsichtsrat das genauso sieht, dann sind wir alle auf einem guten Weg. Und wir müssen eben auch nur die Muße haben oder auch die Geduld haben und auch die Standhaftigkeit zu haben, solche Situationen durchzustehen. Aber um die Frage konkret zu beantworten, Rudi, ja, das ist jetzt für mich momentan keine Option. Gut, alles klar. Gibt es noch Fragen? Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann vielen Dank für die reiche Teilnahme und wir sehen uns dann wieder, denke ich mal, A, Pressetraining ohne Melsungen-Spiel und B, dann am Sonntag gegen die Ente-Melsungen.